Ja, unser mühevoll zusammengebauter, angepflanzter Wald, jetzt war ich da. Müssen wir mal gucken, wenn wir denn mal Holz abladen gehen, sollten wir vielleicht schnell den einen oder anderen Stack Erde mitnehmen, damit wir hier die Löcher mal stopfen können. Die sind ja auch schon Ewigkeiten hier. Ich glaube, das war damals, als der UFO-Mann zum allerersten Mal mit dem Opa Zeron zusammen hier zu Besuch war in den Nebellanden. Da war das, glaube ich, als die Creeper hier im Wald explodiert sind. Wobei ich wusste damals ja auch nicht so wirklich, wo der Spawn ist. Das weiß ich ja erst. Also wirklich realisiert hatte ich das ja dann erst, als ich den Kompanten hier gebaut hatte. Kompass. Kompanten ist ja die Mehrzahl. Obwohl, haben sie das auch geändert? Ich hatte ja vor einer Zeit erst das Thema mit der neuen Rechtschreibung und den Kaktussen. Kaktussen. Ich komme da immer noch nicht drauf klar, wie es denn Kaktusse heißen kann. Wie gesagt, früher haben wir uns drüber lustig gemacht. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch so zu erzählen? Mein neues Hauptprojekt kommt ja eigentlich ganz gut an. Und ja, ich bin mal gespannt, was ich dann als nächstes mache, weil ich habe mal verglichen, ich habe ohne reinzugucken einfach nur mal geguckt, wer spielt es und wie viele Folgen haben sie denn? Also die haben zwischen den längsten, den ich gesehen habe, der hatte, glaube ich, 53 Folgen. Und ja. Was ich danach mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Und wo ich denn gerade beim Hauptprojekt bin, ihr werdet ja sicher mitbekommen haben, dass es nicht jeden Tag kommt. Denn das zählt auch zu den Neuerungen 2015 dazu, dass ich fixe Tage benutze. Also Minecraft kommt jeden Tag als Sekundärprojekt, das ist klar. Und dann gibt es natürlich dann die verschiedenen Projekte, wie jeden Mittwoch und Samstag kommt jetzt 7 Days to Die, solange wie das Spiel halt läuft. Jeden Montag kommt Let's Raid WoW, jeden Sonntag kommt das CLP-Projekt und nach World of Warcraft, wenn es denn irgendwann beendet werden sollte, wenn keine Lust mehr daran besteht und so weiter, kann man vielleicht das nächste CLP in Angriff nehmen. Und ja, dass Sonntag quasi dafür bleibt, dann hätten wir ja quasi noch den Dienstag, den Donnerstag, den Freitag und den Samstag. Und an den Tagen kommt ja momentan mein Hauptprojekt, was Lords of the Fallen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch ist. Und sollte jetzt sich eine glückliche Fügung geben und ein weiteres LPT mit irgendjemandem sein. Der eine oder andere weiß ja, ich habe früher mal das LPT mit dem Herrn Brutzi zusammen gemacht von Space Engineers, das aber auch ein klein wenig eingeschlafen ist. Ja, sollte da sich irgendetwas Neues ergeben, dann wird das wahrscheinlich auch einmal in der Woche dann rauskommen. Und dann wahrscheinlich ja, was nehmen wir denn da für einen Tag? Oh, wird das schon wieder dunkel? Tatsache. Warte, wir haben den Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja, da wäre Freitag dann vielleicht ganz angebracht. So, und gute Nacht. Kann ich mal was trinken? Guten Morgen. Aber wie gesagt, das steht noch in den Sternen. Da bin ich ja. Hallöchen, was machen Sie denn in meinem Wald? Haben Sie sich vor einer Zeit lang verlaufen, hä? Ja, ich kenne das. Ja, wie gesagt, muss man alles mal sehen. Angaben sind ohne Gewehr. Aber mit Pistole. Ja, warte mal. Mit der Musik bist du ja halbwegs eingeschlafen. Ach, das geht. Ja, als LPT, da waren verschiedene Sachen, waren schon mal angedacht. Aber umgesetzt haben wir bis jetzt noch nicht allzu viel. Es war angedacht, dass man vielleicht ein Space Engineers LPT wieder macht. Es war angedacht, dass man ein Borderlands LPT macht. Es war so viel eigentlich angedacht, aber das Problem ist es halt, zum einen von der Zeit her und vom anderen, ja, ich sag's ganz ehrlich, von meiner Hochladegeschwindigkeit. Weil was nützt mir das, wenn ich x Projekte auf meiner Festplatte habe, aber sie aufgrund von jetzt beispielsweise einem kurzfristigen Aufnahmetermin nicht mehr hochladen kann, weil ich andere Projekte hochladen muss oder so weit im Voraus aufnehmen muss, dass ich auf eure Kommentare nicht eingehen kann. Das hatte ich ja nur als Notlösung gemacht.
dieses im ewig Vorproduzieren, weil ich ja eben dann auf meinen Auslandsreisen letztes Jahr war. Im Sommer wird uns das einmal passieren, dass ich im Voraus aufnehmen muss, da ich ja für 6 Wochen wahrscheinlich nach Amerika gehe, wo ich mich schon sehr drauf freue. Aber damit ihr natürlich regelmäßig dann hier oder Folgen gucken könnt, bekommt ihr natürlich dann die im Voraus geladenen Folgen. Ach guck mal, wir hätten eigentlich Kies zum Hochstecken. Das wäre ja eigentlich viel, viel einfacher. Weil an Kies kommt man leichter ran als an Erde. So, das mal jetzt zu meinen Kanalplanungen. Was denn da so alles kommen soll, kommen wird, vielleicht mal kommen wird, wie es denn ausschaut. Ja, hüpf. Dann muss ich ja jetzt demnächst, also ist zumindest mal von mir angedacht, eine weitere Ausschreibung fürs Dorf zu machen. Ist mal angedacht. Ihr könnt euch eigentlich immer mal Gedanken machen, was könnte man denn reinbauen und dann zur Ausschreibung. Ihr braucht mir auch gar nicht sagen, was ihr bauen möchtet. Das bleibt ja dann alles euch überlassen. Das hat nämlich auch überhaupt gar keinen Einfluss dann auf die Auslosung. Also wenn der eine hier ein super geniales Hardcore-Projekt schon komplett durchgeplant und vielleicht sogar schon mal irgendwo vorab mal irgendwo gebaut hatte, damit er weiß, ja, das funktioniert alles so und so weiter und so fort. Oh. Hier. Hat der natürlich dieselben Chancen, also genau die gleichen Chancen wie einer, der sagt, ja, er bewirbt sich mal, ist sich aber noch nicht sicher, was er baut. Also es ist absolute Chancengleichheit bei mir. Müssen hier, glaube ich, mal so ein bisschen frei machen, damit wir sehen, wo denn hier noch so ein Scherge ist, da zum Beispiel. So, da oben, na da, ganz oben hier. So, fängst du jetzt an zum Decayen? Ja, schaut schon mal ganz gut aus. Hüpf. Hier könnten wir den Fahrstuhl wieder nach unten nehmen. Und dann mal kurz ein bisschen einsammeln, was denn da unten so rumkreucht und fleucht, bevor das decayt. Und für immer verdingst ist. Wisst ihr? Verschwunden. So. Äpfel gibt's hier keine, ne? Schade. Ja, Optifine, ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, wie man denn beheben kann, dass ich Connected Textures mit Optifine zeitgleich benutzen kann. Hier müsste irgendwo einer sein, da. Und hier, oder? Ich sehe das nicht. Kies. Genau. Adlerauge sei wachsam. Oder Glasauge sei wachsam, eins von beiden. So, Äpfel. Nee. So, jetzt hat sich da natürlich hier das komplette Bild vor der Schwarzen Bergfeste wieder geändert. Und ich bin mal gespannt, wie es denn dann aussieht. Bin ich eigentlich immer. Ich bin immer gespannt, wie es aussieht, weil dann daran erkennt man dann auch den Wandel der Zeit, wenn du irgendwo eine sehr große Veränderung hast. Ach je, Sekunde. Entschuldigung, ich hoffe, ich denke dran, dass ich das rausschneide. Boah. Ein überdimensionaler Nieser. Uiuiui. Man könnte ihn auch einfach drin lassen und sagen, ja, den schneide ich hinterher raus. Hatte ich das mit der Formel Schweinsstrecke erwähnt? Dass die momentan so hypt? Überall hypt sie, weil jetzt irgendwann der Saison von dieser Formel sein soll und dann. Ja, ich war echt mal ganz kurz am Überlegen, ob ich hier eine Nebelstrecke baue. Aber ich weiß nicht, ich müsste erstmal finden, wo ich denn so eine Formel-Schweins-Strecke denn überhaupt hinbaue. Weil klar, man könnte sagen, ja, die Formel-Schweins-Strecke, die führt dann durch die Schwarze Bergfestung und so weiter und so fort, dass man da auch ein bisschen was sehen kann. Aber dann haben wir die ja da. Das ist nicht so das, was ich mir dann wünsche. Die müsste ich irgendwo außerhalb bauen. Cap de Henry im Dschungel.
Nee, da könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr denn davon haltet, wenn ich hier auch eine Formel-Schweinsstrecke bauen würde. Ob ihr denn da überhaupt Bock drauf hättet. Ich richte mich da mal so ein bisschen nach euch, Freunde. Wenn ihr sagt, yo, dann kann man ja mal ein Fleckchen suchen. Kann dann vielleicht 2 oder 3 Fleckchen suchen und euch entscheiden lassen, wo sie dann im Endeffekt gebaut wird. Oder man nimmt einfach was. Ist ja dann die andere Alternative. So, wieso decayst du nicht? Ah, weil du nicht abgeholzt bist. Das macht dann natürlich Sinn, dann habe ich nichts gesagt. Ein Apfel. So, 11 Äpfel haben wir schon. Das ist beachtlich und mehr als 2 Stacks Setzlinge. Ja, Halleluja. Aber wir haben es fast geschafft, Freunde. Naja, knapp 2 Folgen. Da geht was. So, und ich glaube, wir müssen uns jetzt schon bald wieder die nächste Axt bauen. Natürlich könnten wir jetzt hier auch einfach alles anzünden, aber das schöne Holz, weißt du? Da können wir jetzt dann wenigstens mal unser Eichenholzlager ordentlich füllen. Huch. Ja, Wald wird natürlich irgendwo, wird natürlich noch ein anderer angebaut. Nom, 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 nom. Wow! Danke! Aha. Und den Apfel kriegen wir. Hua, haben wir ihn. So, jetzt haben wir zumindest mal ein bisschen Erde und er hat uns ein klein wenig Arbeit abgenommen, denn wir wissen ja, der Hügel muss weichen. So, hier hätten wir erstmal ein Creeperloch. Dann nehme ich jetzt auch einfach Kies zum Stopfen. Passt das denn? Ja, passt von der Höhe her. So, und dann kommt hier einfach noch eine Dreckschicht oben drauf. Naja, 12 wird jetzt nicht ganz reichen. So. Aber schon mal anfangen. Dann können wir ja von hier so ein bisschen was nehmen. Guck mal, da kommen wir doch eigentlich hoch. Wo kam der Creeper eigentlich her? Beziehungsweise er nennt sich ja Commander Flauschfuß. Ja, was hatte ich noch geplant? Ich hatte ganz ehrlich, das hatte ich ja vor ewig Zeiten beim Opa Zeron im Livestream schon mal mit angesagt. Retro-Spiele. Und zwar nicht hier Retro-Spiele im Sinne von Maniac Mansion. Wie heißt das hier? Day of the Tentacle oder sowas, sondern ganz alt. So Spiele von 1983. Mittels C64-Emulator. Ich habe jetzt nämlich einen bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle mal an Longplay. Der hat mir nämlich weitergeholfen und hat mir gesagt, welchen Emulator das man denn da verwenden kann, welcher da wunderbar funktioniert, der auch von Sound und Grafik her fehlerfrei durchläuft. Und dann schon wieder Commander Flauschfuß. Hau ab! Und dann habe ich mir den geholt, habe den ausprobiert und Tatsache, das ist echt, also der ist top. Hut ab. Und da hätte ich dann so das ein oder andere Spiel aus meiner Jugend mal gespielt, weil diese Spiele, da war ich ja ein kleiner Bimpf, war ich ja damals, also so wirklich kleiner Bimpf. Aber es waren halt so die Anfänge und an seine Anfänge, da kann man mir erzählen, was man will. An seine Anfänge erinnert man sich immer. So, du kommst noch weg. Geht die Sonne schon wieder unter? Eieieiei. So, aber hier haben wir jetzt nur noch ein paar Bäume und dann sind wir schon fertig. Ich denke mal, na, in dieser Folge wird es nichts mehr, aber in der nächsten Folge werden wir relativ früh, bei der Folge werden wir dann fertig werden und dann können wir uns dem Terraforming ein klein wenig widmen und dann, ja, können wir auch schon anfangen, dass wir die Bude ein wenig herrichten. Aber jetzt erstmal gute Nacht. So und guten Morgen. Ja, ich habe ja vor einer Zeit, habe ich ja hier mal Graph angespielt. Warte mal, so. Und ja, ich fand die Rezession von Steam, fand ich sehr interessant. Und waren halt überhaupt nicht aussagekräftig, aber sehr interessant. Weil wenn du dann so durchgeguckt hast, so am ersten Tag, die Rezession, die da drin standen, die waren sowas von für die Füße. Weil da hast du gesehen, ja, Spiel nicht empfohlen, Bugs und nochmal Bugs und Laggy und Glitching und hast du nicht gesehen und bla. Und dann schaust du mal, die Leute haben das 0,4 bis 0,6 Stunden gespielt. Also 20 Minuten bis 30 Minuten so um den Dreh, ja. Und ja, man hat ja gesehen,
Ich selbst, ich wusste auch noch lange nicht alles. Ich habe da so ein bisschen mit meinem Halbwissen da rumgeprotzt, was ich halt durch eine halbe Stunde testen. Ich habe das echt eine halbe Stunde getestet, um wenigstens ein bisschen was zu erzählen.